Hallo und willkommen zurück zu Dead Island. In der letzten Folge sind wir es gemütlich angegangen, haben eine relativ lockere Quest gemacht und heute geht's wieder so richtig los. Denn wir machen die Hauptquest weiter, die von Sinamoi. Wir können ja nochmal hier schauen. Genau, wir gehen dahin auf Quests. Was müssen wir dann tun? Geh zur Hotel Tiefgarage. Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Okay. Allerdings hatten wir auch schon Quests, die nur auf Mittel waren und dann trotzdem sauschwer. Ich habe ja die Hoffnung, dass das vielleicht gar nicht mal so schwer ist. Okay, ups, jetzt drücke ich mich schon wieder auf die falschen Tasten, seid ihr schon gewohnt von mir. Ich würde aber vorschlagen, dass ich erstmal hier wieder zurückgehe, meine Waffen reparieren. Beziehungsweise wir können auch von dem hier mal ein paar Molotov-Cocktails kaufen. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. I still don't have everything I need. Wie, du hast keine Whiskyflaschen, ey. Was ist mit dir los? Ja, du Sauhund. Du Sauhund. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt nur noch die Waffen reparieren. So. Unseren Schraubenschlüssel. Und wir haben wieder über 2000 Dollar. Das ist doch schön. Reparaturkosten nur 78 Dollar. So gefällt mir das. Die Sichel können wir auch reparieren. Das kostet nur 34 Dollar. Und damit ist alles, was wir dabei haben, bestens ausgerüstet. Jetzt können wir noch den Baseballschläger upgraden. Kostet knapp 300 Dollar. Sondern das nächste Upgrade kostet fast 600 Dollar. Aber auch das machen wir. Denn wir brauchen eine gute Bewaffnung. So, und damit gehen wir wieder raus hier. Ich habe übrigens letztens mal in den Kommentaren gelesen, dass die Grafik hier von Dead Island so scheiße ist. Ich habe in der Tat die Texturen ein wenig runtergedreht, denn ich habe es schon mal gesagt, Dead Island verträgt sich irgendwie nicht mit dem Aufnahmeprogramm. Wenn ich das Aufnahmeprogramm deaktiviert habe, dann läuft das Spiel butterflüssig, super geil. Und sobald ich es anstelle, fängt es an zu ruckeln und das ist ja das Ruckeln, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich und deswegen gibt es leider keinen anderen Weg, als die Auflösung bzw. die Texturenqualität etwas runterzudrehen. Es tut mir sehr leid. Mal gucken, wann ich mir einen neuen Rechner kaufe. Aber eigentlich, wie gesagt, läuft es normalerweise super flüssig. Nur momentan beim Aufnehmen ist es irgendwie schlecht. Okay, ich will mir mal den Weg betrachten. Das Beste ist, wir gehen hier hoch, genauso wie es da angezeigt wird und darüber. Wir könnten natürlich auch im Auto fahren. Hier ist eine Stelle, da waren wir noch nie. Ich weiß nicht, ob hier auf ist oder zu. Sollen wir es mal wagen? Ich habe ja schon mal Lust, mit dem Auto hinzubrettern. Da müssen wir uns nicht durch diese Bungalows hier durchschlagen. Bungalows sind es keine. Durch diese Schwimmfelder und diese Bars. Sondern können direkt von hinten aus da dran fahren. Müsste doch eigentlich funktionieren. Naja, müsste. Wahrscheinlich ist es nicht so. Aber komm, scheiß drauf. Wir fahren da jetzt mit dem Auto. Ich will's wissen, ey. Okay, Grüe weiß. Wir müssen hier auf der anderen Seite einsteigen. Das machen wir jetzt. So, und ich muss, glaube ich, schon wieder gleich auf die Karte schauen. So, du darfst auch lenken. So, und hier gehen wir raus. Ja, mit meiner Stimme ist es immer noch nicht so in Ordnung. Aber das liegt auch daran, dass es immer noch die gleiche Aufnahmesession ist. Das heißt, ich hatte nicht viel Zeit, meine Stimme zu erholen. Ist aber egal. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ein wenig unangenehm, dass ich mich so oft räuspern muss, weil ich irgendwie immer was im Hals habe. So. Cool, jetzt wird es ja mit dem Auto angezeigt. Also geht's. Also funktioniert es auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt hier hochfahren. Direkt hier hoch. Und dann die erste schon links abbiegen, dann wieder links abbiegen durch den Tunnel und dann wieder links. Okay, schauen wir mal, ob ich das auch so umsetzen kann. So. Ich glaube, wir können uns auch wieder upgraden. Ich hatte schon wieder ein Level up gehabt. Langsam, langsam, langsam. Und da steht schon der Dicke hier. Bam. Oh, ihr Stinker. Und da ist schon die Scheibe kaputt. Macht es sauber. Okay, geht doch. Die ganzen armen Zombies haben keine Chance. Da sind zwei.
Und da ist wieder der Bus, an dem ich jedes Mal hängen bleibe. Diesmal allerdings nicht. Hier müssen wir nach links. Mann, Mann. Es kommt mir so vor, als wenn da immer mehr Zombies. Aber eigentlich ist es ja auch klar, denn die stecken sich ja auch wieder solche an. Ist ja alles mehr. So, jetzt müssen wir hier wieder nach links, ne? Gleich nachdem ich den Zombie umgeholzt habe. So, hier wieder rein. Und das alles voll hier. Mann, Mann, Mann. So, das sind bestimmt noch jede Menge. Kommen gleich angerannt, wahrscheinlich. Ich drehe mich mal hier im Auto um. Wir müssen jetzt hier aussteigen. Moment, bevor wir das machen, ich tue mal das Upgrade reinballern. Was nehmen wir denn jetzt hier am besten? Adrenalin ist das beste Schmerzmittel. Raserei macht dich resistent dagegen Schäden. So, das haben wir schon voll upgradet. Dann haben wir das gemacht. Erhöht die K.O.-Zeit von Feinden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Erhöht die Chance auf kritischen Treffer. Entschuldigung. Ja, irgendwie hat es mich so ein bisschen erwischt hier. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Ich glaube, das habe ich auch schon 5-mal gesagt. Irgendwie ist da kein so eine richtig geile Sache dabei, wo ich sage, ja, das ist es, das brauchst du. Töten von Feinden mit stumpfen Waffen erzeugt zusätzliche Wut. Komm. Nee. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Die K.O.-Zeit von Feinden um 2 Sekunden erhöhen. Fähigkeit, deine Feinde zu rammen. Wie funktioniert das? Muss ich das irgendwie... Ich nenne es jetzt einfach mal. Renne in deinen Gegner hinein. Wahrscheinlich muss ich einfach nur rennen dafür. So, ich drehe mich nochmal um hier. Aber es sieht ja wirklich sehr leer aus. Wahrscheinlich kommen sie wieder angeschissen, sobald ich hier rausgehe. Okay. Wir machen nochmal eins. Wir gucken nochmal auf die Karte. Wir sind ja schon fast am Ziel. Jetzt müssen wir hier irgendwie durch. Und dann da zur Tiefgarage. Okay. Ab geht's. So, alles ruhig momentan noch. Okay, wir gehen jetzt hier weiter. La 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 la. So, die sind da. Ach nee. 1, 2, 3, 4, Polizei. Der nächste bitte. Okay, ich muss wieder ein bisschen Abstand nehmen, damit meine Ausdauer wieder voll wird. Und du kriegst jetzt auf die Fresse. Komm, dein Kopf ist meins. Dein Kopf ist mir, wollte ich sagen. Der ist hin. War's das schon, oder was? Oh, ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht und mein Schraubenschlüssel ist so gut. Da liegt noch... Ja, da verschlucke ich mich schon direkt bei dem Anblick dieses Arms. Okay, jede Menge Taschen. Alter, ist ja wie Weihnachten wieder mal hier. Jawohl, der Kryo packt wieder ein. Das gibt's hier da gar nicht. Jo, leck mich doch am Arsch. Okay, da ist noch eine. War ein Deo, da ist auch noch mehr. Da ist hier noch viel mehr. Okay, da ist doch nicht viel mehr. Wir müssen noch 30 Meter nach vorne. Und dann müssen wir es erstmal finden. So, hier rum. Ach, das ist so ein Dicker, oder? Das sind zwei Dicke. Das ist doch wieder klar. Und ich habe natürlich keine Molotow-Cocktails oder sonst wieder irgendwas dabei. Wenn ich jetzt hier außen rumgehe. Hä? Ach, da müssen wir wahrscheinlich durch diese Tür. Schnell mal umdrehen hier. Zumindest sind 15 Meter vor uns ist diese rote Flagge bei mir auf der Minimap. Und da sind zwei dicke Zombies. Können wir da vorbeirennen oder soll ich die umhauen? Komm, wir gucken nochmal im Inventar nach.
So, Inventar. Wir haben keinen Molotow-Cocktail, verdammte Scheiße. Wir haben so viel Schrott, ist unglaublich. Mit Molotow-Cocktails kriegt man den nämlich relativ gut um, die Kerle. Liegt da nichts was rum? Da muss doch in jeder Hotelanlage... Alter, hör auf zu schreien, ey, du Penner, du. In jeder Hotelanlage liegen doch normalerweise Molotow-Cocktails rum. Gibt's denn sowas? Wenn ich im Urlaub bin, habe ich bisher noch jedes Hotel angezündet. Wir müssen da... Ich versuche mich da einfach mal vorbeizuschleichen. So, jetzt gab es einen kleinen Schnitt. Ich musste mal ordentlich abhusten. Ich hoffe, dieses komische Headset hat manchmal die Eigenschaft, die Lautstärke zu verändern. Da werde ich nochmal wahnsinnig irgendwann. Ich gehe da jetzt einfach durch. Ah, wir können natürlich nichts machen. Verdammte Scheiße. Jetzt muss ich den tatsächlich in die Fresse hauen. Da kommen auch noch zwei E, das gibt's doch gar nicht. Komm. Guck mal, wie er aussieht hier. Und der nächste Stinker. Oh. Naja, Stück für Stück. Oh. Oh. Nein, ihr bleibt hier, Schweine. Ach, verdammt. Die hauen aber auch gut zu, hier, die Schweinepriester. Wo sind sie denn jetzt? Ach, die gehen da immer wieder zurück. Und wir bewachen da die Tür. Komm her, du Sau. Okay, hatten nicht interessiert, mein Tritt. Kann ich da runterfahren? Komm, jetzt leck mich mal am Arsch, Leute. Leute, jetzt leck mich mal am Arsch. Jetzt, ach nee, da steht überall diese Scheiße. Da kann ich mit dem Auto runterfahren, ey. Das hättest du einfach platt gefahren, die Schweine. Aber das ist... Oh, da steht da wieder so ein Mongo, ey. Du Pisser, du. Du Pisser. Nee, ich komme hier nicht durch im Auto. Garantiert nicht, sonst hätte ich jetzt einfach platt gefahren. Die Saubacken. Aber das wird wohl nichts. Ich muss denen so mit dem Schraubenschlüssel auf die Schnauze hauen, bis sie umfallen und noch mehr stinken, als sie es ohnehin schon tun. So, kommt der, ihr Schweine. Auch noch ein Doppelpack, ey. Das ist unglaublich. Liebe Entwickler, was macht ihr nur mit mir hier? Ja, schrei da rum, ihr Penner. Mist. Und noch ein, zwei Schläge und ich bin wieder platt, aber ist egal. Schau den Tod, den Mistsau. Ah, fuck. Vielleicht sollte ich auch einfach mal einen Medipack benutzen. Sind die jetzt eigentlich wieder voller Energie oder habe ich es denen jetzt gegeben? Das ist die Frage hier. Wo sind die denn jetzt, die Penner? Wir sind noch weiter da vorne, ne? Ach, wir sind wieder ein Stückchen zurückgeportet. So, jetzt die Frage. Sind sie hin, oder? Ach, der ist wieder voll. 100 pro. Verdammt nochmal, wie krieg ich die denn? Und was ist, wenn ich die weglocke? Ich muss die doch noch platt machen hier. Na super. Ich brauche irgendwas Großes, mit dem ich die platt machen kann. Steht da, ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas rumstehen, was ich aufheben kann oder so. Hm, da komme ich auch nicht durch hier, das ist doch unglaublich. Vielleicht von da oben drauf knüppeln hier. Geht das?
springen da mal drauf jetzt hier. Ja. Ach Mist. Okay, das wird so nichts. Leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Boah, die stinkt ja, ey. Ach Mist. Es gibt ja so eine Taktik, wie man die am besten besiegen kann. Nämlich immer, wenn die so zurückgehen, da kann man auf die Schnauze hauen. Bei Zweien ist es allerdings schon wieder problematischer. Aber so langsam mache ich mir hier wirklich Gedanken, wie wir das schaffen sollten. Das ist was aus. Ach, das kann ich... Da ist doch was zum Aufheben hier, oder nicht? Da leuchtet was auf der Karte rot. Seht ihr das? Komm mal hoch jetzt hier. Komm mal hoch hier, Schweinebacken. Ich lock euch jetzt mal weg. Kommt. So, wenn sie weit genug weg sind, dann renne ich da wieder zurück. Und da schaue ich mich mal da um. So, und zwar jetzt. Genau jetzt. Wo ist denn hier? Da ist nichts. Wir sind genau drüber. Da ist was. Hotelschlüsselkarte. Dankeschön. Und jetzt tschüss. Hallo? Ich will da rein. Ich will da rein. Das habe ich mir jetzt verdient, dass ich auch mal husten darf. Die kleine Stinke haben wir leider nicht geschafft. Aber so geht's auch. Und da sind wir wieder im Hotel. Das ist doch geil. Das ist doch geil, Leute. So, haben wir hier eine Karte? Karte nicht verfügbar. Oh oh. I hope this is some useful. Natürlich, ein Telefon kann man immer gebrauchen, ne? So, momentan ist ja noch alles ruhig hier. Da liegt ein Ausweis. Sammlerstück Nummer 30. Sehr schön. Die Tageszeitung. Nein, die brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ein Stack, jawohl. Oi. Hey, who are you? What are you doing here? I can see you through the cameras, friend. I'm with security. Name's Dave. So, auf jeden Fall sind wir hier nicht alleine. Da ist jemand, der uns sieht. Das heißt, da gibt es noch Überlebende in diesem Hotel. Okay. Und das bedeutet auch... was bedeutet es denn auch? Komm. Oh, oh, ich höre da jemand stöhnen. Und glaubt mir, das ist nicht diese Art von Stöhnen, die erwachsene Menschen gerne haben, sondern eine andere Art von Stöhnen. Was ist denn das hier? Große Batterie. Da gibt es jede Menge mitzunehmen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal weiter, und zwar in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann.